Hey, was geht ab, Freunde des Internets? Ich bin's wieder, Slack, mit einem neuen Video zu GTA Online. Und zwar sprechen wir heute mal über den Rockstar Insider Jan2295, denn der hat gestern Nacht über das neue GTA Online DLC gesprochen. Video geht los, viel Spaß dabei. Ja, Freunde, was geht ab bei euch? Nein, ihr habt euch nicht verlesen. Heute geht es wirklich schon um das nächste GTA Online DLC. Auch wenn das letzte DLC erst, ich glaube, ein oder zwei Wochen erst, geht es heute schon demnächst um den neuen Content. Denn der sehr bekannte Rockstar Games Insider Jan2295 hat gestern Nacht auf Twitter ein angetrunkenes FAQ gemacht. Das heißt, man konnte ihn fragen, was man wollte, und in den meisten Fällen hat Jan auch geantwortet. Dort gab es halt viele Scherzfragen über den Sinn des Lebens und über all möglichen Quatsch, aber es gab halt auch vier Tweets, die wirklich interessant für uns sind in Bezug auf das nächste GTA Online DLC. Ich möchte aber ausdrücklich darauf hinweisen, falls ihr das gerade überhört habt oder falls ihr es überhören wolltet, dass es sich hier um ein angetrunkenes FAQ handelt. Es ist hier also nichts in Stein gemeißelt. Wir sollten das Ganze vielleicht nicht zu sehr auf die Goldwaage legen, aber an sich möchte ich einfach mal mit euch drüber schnacken, denn ich finde es wirklich interessant, was da so gestern ans Licht kam. Wenn euch das Video heute auch gefällt, dann würde es mich auf jeden Fall mega freuen, wenn du den Kanal hier abonnieren würdest, da ich halt jeden Tag ein neues Video zu GTA Online mache und du so newstechnisch immer auf dem neuesten Stand bist. Gut, jetzt würde ich aber auch sagen, lass uns keine Zeit mehr verlieren und direkt mit dem Video anfangen. Also wie gesagt, gestern hat der ehemalige Rockstar-Insider Jan eine Fragerunde auf Twitter gestartet. Er schrieb nämlich folgendes: Ich bin betrunken und habe ein bisschen Langeweile, stellt mir Fragen. Und TheGamer2323 frug Jan folgendes: Um was wird das nächste GTA Online-Update gehen? Jan antwortete darauf: Weiß ich nicht, aber wahrscheinlich etwas, was schon früher erscheinen sollte, was aber dann wegen irgendeinem politischen Bullshit wieder verschoben wurde. Okay, Freunde, ihr denkt jetzt wahrscheinlich: Hö, bist du behindert? Wo sind das eine krasse Information zum neuen DLC? Aber ich habe ja noch ein paar weitere Tweets für euch. Denn Serkan wollte folgendes von Jan wissen. Glaubst du, dass wir in nächster Zeit ein Cops and Robbers DLC bekommen? Und Jan schrieb, ja. So, Freunde, das ist doch nun wirklich interessant. Und ja, ich weiß, er ist betrunken gewesen. Also nur, weil er jetzt ein trockenes Ja schreibt, ist das noch keine Bestätigung für irgendwas. Aber das Gute beim Polizei-DLC ist, dass dieses schon seit mehreren Jahren für GTA Online geplant war und es dafür sogar Beweise gibt. Und Jan schrieb ja auch selber, es wird wahrscheinlich etwas, was wir schon früher bekommen sollten, aber wegen politischem Bullshit wurde es dann verschoben. Und das kann vieles bedeuten, aber für 2020 wäre aber das naheliegendste die Black Lives Matter Proteste in den Vereinigten Staaten in Verbindung mit dem Mord an George Floyd. Ihr wisst es ja vielleicht noch, ein weißer Polizist hat den farbigen George Floyd minutenlang am Boden fixiert, bis dieser schlussendlich erstickt und gestorben ist. Und das hat halt zu enorm großen Aufständen in den Vereinigten Staaten geführt. Generell die ganze Welt hat auf Amerika heruntergeguckt und die Polizei war halt auch nicht so das beste Thema. Man wollte eigentlich gar nicht mehr über die Polizei sprechen. Und da wäre dann natürlich ein Polizei-DLC das Dümmste, was man als Spieleentwickler machen kann. Und deswegen wurde dieses DLC wohl wieder ein weiteres Mal verschoben. Vielleicht fragt ihr euch jetzt aber auch, woher Jan das denn alles wissen soll. Das hat sich auch Matthew gefragt und er schrieb deswegen folgendes auf Twitter. Wie konntest du immer die Dinge von Rockstar eigentlich liegen? Jan schrieb, ich hatte einfach das richtige Wissen und kannte die richtigen Leute. Und damit meint er wohl Leute, die selber bei Rockstar Games arbeiten oder in irgendeinem Zusammenhang mit Rockstar Games stehen. Aber Jan kannte oder kennt vielleicht immer noch Leute, die einfach wissen, was bei GTA Online abgeht und was da so alles geplant ist. Zwar muss man auch sagen, Jan hat selber im Jahre 2018 gesagt, dass er mit dem Leaken aufhören wird, da ein Rockstar Games darum gebeten hat, aber das heißt natürlich nicht, dass er heute auch nichts mehr weiß. Also nur weil er mit dem Leaken aufhört, muss er ja nicht direkt eine Freundschaft beenden mit den Leuten, von denen er die ganzen Leaks bekommen hat. Ja, und Arthur Marston wollte deswegen auch wissen, ob sich Jan denn immer noch für Leaks interessiert, und darauf antwortet er folgendes: Ja, ich bin noch ziemlich drin. Also ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Jan heute immer noch seine Kontakte hat und immer noch grob weiß, was alles so geplant ist. Zusammenfassend kann man nun also sagen, dass das nächste GTA Online DLC wohl etwas sein wird, was wir schon längst hätten bekommen sollen. Eventuell könnte dieses Update dann auch das Polizei-DLC werden, aber das wird dann wohl die Zeit zeigen. Und um das hier am Ende nochmal klarzustellen, ich möchte mit diesem Video keinesfalls irgendwelche Versprechungen machen. Ich habe einfach nur über ein paar interessante Fragen und Antworten gesprochen und vielleicht sollten wir auch einfach im Hinterkopf behalten, dass er halt Alkohol getrunken hat. Aber wie sieht das denn jetzt bei dir aus? Glaubst du, wir werden wohl nächstes Jahr endlich ein Polizei-DLC bekommen oder denkst du, es wird was ganz anderes und wir sollen mal mit diesem Polizei-DLC-Quatsch aufhören? Schreib mir deine Meinung dazu doch gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich schon drauf. So, das war's jetzt aber auch mit dem Video. Wenn es dir gefallen hat, teile es gerne mit deinen Freunden und Kollegen, und bis wir uns jetzt also wiedersehen, würde ich sagen, wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und ciao.